Und ein herzliches Willkommen zurück. Wieder hier bei Metroid Prime Remastered auf der Nintendo Switch mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich glaube, es nähert sich dem Ende hier im Spiel. Ich glaube, wir haben jetzt alle Schutzartefakte soweit, bis auf eins, glaube ich. Jetzt müssen wir doch gerade erstmal nochmal gucken. Ich habe schon lange wieder nicht mehr gespielt. Ich habe wieder 3, 4 Wochen her. Achso. Genau, uns fehlt nur noch eines. Und das kriegen wir, soweit ich weiß. Soweit ich es noch weiß. Noch hier. So, dann wollen wir mal, hä? Gespeichert. Wo ist die Tür? Gespeichert ist er noch. Ich freue mich endlich wieder weiterspielen zu können. Aber. Okay, geht nicht. Ja, ich freue mich wieder weiterspielen zu können und vielleicht kriegen wir es heute sogar zu Ende. Wir haben übrigens heute den 25. Februar 2024. Also allein dadurch, dass ich euch immer wieder mal sage, den wievielten wir haben, kriegt ihr ja selber ein Gefühl dafür, wie wenig ich doch mittlerweile zum Spielen komme. Aber immerhin komme ich zum Spielen, das ist schon mal gut. Also, wie ich habe euch ja versprochen, also ich werde nicht aufhören mit YouTube. Das heißt, deswegen immer schön abonnieren. Abonnieren ist ja klar, wenn ihr schon abonniert habt, abonniert bleiben. Und natürlich habe ich noch unbedingt nicht vergessen. Sag ich jetzt schon mal. Okay, wir haben doch noch nicht all. Geht anscheinend immer noch nicht alles, wie es aussieht. Muss ich doch gerade mal gucken hier. Wir hatten ja irgendeins am Rand nicht. Das muss ich doch gucken. Ich habe gedacht, das kriegen wir hier, das letzte Artefakt. Fragezeichen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, welches wir noch nicht gescannt haben. Ja, okay. Ein neuer Eintrag. Nachfolgende Übersetzung der Inschrift des Gedenksteins. Nahe der Eisufer von Pendrana ist ein Tempel gelegen. Den eisigen Händen des dortigen Ältesten liegt der Schlüssel zum Artefakt der Sonne. Ach so ein Shit. Okay. Shit. Okay, kann ich ja die Kamera wieder einschalten? So, hallo? Okay, Eiswiese Pendrana, willkommen. Scheiße. Ich habe gedacht, das letzte Artefakt war hier dann zu kriegen. Nach einem Zwischenfall, der hier passiert. Aber gut, okay. Den Zwischenfall benenne ich jetzt mal nicht, falls hier noch jemand dabei ist, der das Spiel noch nicht kennt. Eiswüste von Pendrana. Wie komme ich denn da jetzt schnellstmöglich hin? Ups. Ja, das regt mich doch jetzt schon wieder auf. So, zu den Transportern, da will ich ehrlich gesagt nicht hin. Östliche Schutzruinen, westliche Schutzruinen. Es gibt dazu Schutzruinen. Hier, östlicher Teil Magmur. Gehen wir da hin. Über Magmur kommen wir auf jeden Fall dahin, das weiß ich. Okay, versuch mal irgendwie schnellstmöglich dahin zu kommen. Ich glaube, ich weiß schon, wo es ist. Dass ich da halt nicht vorher schon gedacht hatte. Ich glaube, ich habe immer noch so das Gefühl, ich bin manchmal noch zu schnell. Wird das Spiel. Das sieht, kommt mir immer so vor, als würde es immer noch ein bisschen hängen.
So, ganz ohne. Wo ist die Tür? Da. So, einmal nach Magmur. Es ist echt doof, dass es hier keine Schnellreise gibt. Aber gut, okay. So kann man auch ein bisschen miteinander reden. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, hier wieder aufnehmen zu können. Ich freue mich auch, dass ihr dabei seid. Und ich glaube, ich mache mal irgendwie mein Mikrofon ein bisschen leiser, so ungefähr. Und ja. Ich hoffe, ihr freut euch genauso darüber, dass ich wieder spielen kann. Ich drücke immer noch die verkehrten Knöpfe. Als Wiese von Pendrana. Da wollen wir, glaube ich, hin. Ja. Das ist nämlich relativ am Anfang von der Eiswüste. Let's go. Blöd, dass man hier keinen Schub machen kann. Manchmal kann man gar nicht schnell genug laufen. Geht nur nicht immer. Ah. Na gut, hat nichts gebracht. Okay, hat auch nichts gebracht. Egal, wir haben ja genügend Leben. So, was ist da hinten? Blau, ne? Okay. Dann können wir das hier wieder. Oh, ich hab gedacht, ich würde es erwischen. Okay, ich dachte, ich wäre woanders. Dann bin ich aber doch nicht richtig. Das ist natürlich blöd. Aber ich bin schon mal in der Eiswüste und das ist ja schon mal okay. Vielleicht wäre es in die andere Richtung doch schneller gegangen. Okay, Eiswiese sind wir schon mal da. Ich habe schon auf YouTube eine Umfrage gestartet. Natürlich, wenn ihr den Teil seht, ist schon länger her. Ich habe Bock auf 4 weitere Spiele hier nach. Aber wie es natürlich ist, habe ich nicht so die große Zeit dazu. Habe ich nicht so die große Zeit dazu? Da lang muss ich. Hier muss ich nämlich hin. Und ich hab wie gesagt Bock auf 4 weitere Spiele. Aber ich kann mich nicht entscheiden, welches ich dann spielen möchte. Weil ich ja wie gesagt nur eins weiter spielen kann. Und da wollte ich mal euch fragen, auf was ihr da so Bock hättet von diesen 4 Spielen. So als Hilfestellung. Ich glaube, hier würde sich schon fast empfehlen, Dings zu spielen. Hertz würde sich hier schon fast empfehlen. Gut, da ist auch wenigstens brennen, wenn ich die schon nicht umbringe. So, einmal weg. Schön, wenn man so viel Leben hat. Und das Schöne ist natürlich, dass man hier doch so, dass man sich doch so ein bisschen auskennt. So, da oben müssen wir hin. Ha, Glück gehabt. Geht ja gar nicht, stimmt.
So, juckt einen alles nicht. So, wieder hochklettern. So nach dem Motto. Lieblingsaufgabe. Lieblingsaufgabe im Sinne von, wenn man wieder runterfällt. Aber es haut hin. So, genau. Da haben wir es doch. In der Eiswelt das Artefakt der Sonne, weißt du? Sehr schön, das letzte. Das Artefakt der Sonne. Datenbasis 91%, gefundene Items 87%. Items. Eigentlich sage ich immer Items. Und dabei bleibe ich jetzt auch. Wirklich, dass ich eben gerade Items gesagt habe, war ich mir selbst untreu. So. Das heißt, einmal wieder komplett rückzugs. Diesmal gehen wir hier rückzugs, weil ich geht's hier rum doch schneller. Ja, und ich habe auf jeden Fall Lust auf 4 Spiele. Kann aber natürlich nur eins spielen, weil ich ja momentan nicht mehr so viel Zeit habe. Und da steht natürlich zur Auswahl einmal Resident Evil 8 Village. Das kenne ich schon mit meiner Frau, weil wir haben Resident Evil ab Teil 6, glaube ich. Genau, haben wir nachverfolgt und selber auch gespielt. Und da war man natürlich auch heiß auf Village und das haben wir auch schon gezockt gehabt. Und aber ist jetzt auch schon wieder eine Ewigkeit her. Und beziehungsweise natürlich würde ich es auf einem schwierigeren Level spielen, als ich es schon kenne. Und da weiß ich jetzt natürlich dann aber auch nicht so ganz. Da weiß ich dann auch nicht so ganz. Jetzt muss ich gerade wieder rechnen, wo ich lang gehen will. Genau dahin. Da geht's wieder zurück. Der Weg wäre tatsächlich wahrscheinlich schneller gewesen. Wo war ich schon stehen geblieben? Na gut. Jetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich jetzt stehen geblieben war. Auf jeden Fall Resident Evil 7 Village. Oh. Okay. Geh mal hier rum. Nicht 7, 8 Village. Oh Gott. Wenn ich mich hier auf das Spiel konzentriere, dann vergesse ich echt alles, was ich erzähle. Ja, Village auf einer schwierigen Stufe natürlich. Ob ganz schwer, weiß ich nicht, weil es ja doch auch zum Teil relativ ein heftiger Shooter ist. Und ich nicht weiß, wie das dann ablaufen soll, wenn man keine Munition hat. Andererseits wäre es auch interessant, das herauszufinden, wenn man das mal einfach einstellt. Das war ja das, was mich manchmal auch bei Resident Evil 7 gemacht hatte. Ich wollte einfach mal rausfinden, wie ist das Spielerlebnis, wenn man das auch ganz schwer spielt und kaum Munition und sowas hat. Ganz am Anfang war es natürlich schwierig, als Messerstecher gegen den Hausherrn, sage ich jetzt mal, im Auto. Das war natürlich schon so eine gewisse Herausforderung. Autsch. Genau. Und, natürlich hat es funktioniert, aber auf sowas habe ich dann ehrlich gesagt wiederum keinen Bock, wenn sowas dann wieder passieren sollte. Einfach nur aus dem Grund, weil das Spiel sonst zu lang dauert vielleicht. Aber vielleicht auf der zweitschwierigsten Stufe würde ich es dann vielleicht anfangen zu spielen. Keine Ahnung mehr, wie viele es da gibt. Und das würde mich natürlich auch schon interessieren, wie man da durch das Spielgeschehen dann durchkommt. Gut, okay. Resident Evil 8 Village war das eine Spiel zur Auswahl. Und dann natürlich hier auf der Nintendo Switch jetzt ganz neu. Seit 10 Tagen neu.
11 Tagen. Tomb Raider Remastered, was rausgekommen ist für die Nintendo Switch. Das habe ich mir gekauft, das habe ich auch schon gedownloadet oder installiert, etc. Was steht noch zur Auswahl? Ach ja, Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Auch ein cooles Spiel. Meine Frau hat das auch auf der PlayStation gespielt. Ich allerdings auch schon. Aber ich würde es gerne halt, wie gesagt, eigentlich auch gerne Let's Playen und auf dem PC allerdings. Jo. Was war noch? Das waren jetzt drei und dazu. Ach ja! Star Wars Jedi Survivor. Den ersten Teil habe ich ja schon geliebt. Jedi Fallen Order. Das war für mich schon ein hammergeiles Spiel. Das habe ich mega gesuchtet. Wer es noch nicht gesehen hat, schämt euch. Wie gesagt, das habe ich richtig verschlungen. Das war richtig geil. Das habe ich echt geliebt, das Spiel. Und ja, dadurch den zweiten Teil. Allerdings soll der relativ groß sein, also es wäre ein langes Let's Play. Muss ich mal gucken. So, ich mach mich mal weg. So, let's go. 3,5 Minuten haben wir noch. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber gut, dann geht der Teil ein bisschen länger. Der Rattly. Oder so. Der hat Bock auf Streit. Auch interessant, der hat das kaputt gemacht und schon war der Transporter, sag ich das mal, weg. Alles klar, ich glaube, wir brauchen erstmal das da. Achso, ich sollte den vielleicht auch mal scannen, ne? Ah, das doch nicht. So, komm mal her, mein Freund. Aua! Nicht doch. Nein, das da. Neuer Eintrag, da haben wir es doch. Meta Ridley. Genetisch verbesserter Zwischenform von Ridley. Der Weltraumpirat ist es mit ihrer Technologie gelungen, Ridley zu reproduzieren und seine Effizienz sogar noch zu steigern. Das Ergebnis: Meta Ridley ist eine furchterregende Monstrum, seine gepanzerte Außenhaut ist äußerst widerstandsfähig und schützt vor dem Brustkorb, der lediglich schwach gepanzert ist. Die Weltraumpiraten ist es gelungen, die Kreatur mit mehreren schweren Waffensystemen zu versehen. Dazu gehören ein mehrfacher Raketenwerfer, eine kinetische Atemwaffe, der Meson-Bombenwerfer und ein ultrathermaler Flammenwerfer. Super! Meta Ridley ist ein vorzüglicher Nahkämpfer. Diese Tatsache lässt jeglichen Angriff zu einer riskanten Angelegenheit werden. Bleib hier, mein Freund, da verfolgt eine Rakete. Jetzt nicht mehr, ne? Hm. Man, das hier verfolgt doch auch, oder?
Oh. Bleib stehen! Ai. Ah, der hat schon das halbe Leben verloren, sehe ich gerade. Wollen wir schon mal eine Rakete abschießen? Machen wir es jetzt. Sag mal, wie viel hält mir aus? Um ehrlich zu sein. Ja, das war ja nichts. Ist zu schnell. Kunstmann. Blöd, wenn man immer wegen irgendwas, ich sag jetzt mal links ausmacht. Ach komm, jetzt können wir ja das daneben. Aua. Oh, jetzt habe ich das verpasst. Aua. Ach so, der Mund muss, glaube ich, auch sein. Kann das sein? Tatsächlich. Die Zeitpunkte sind sehr kurz. Nee, ich nehme nicht neu. Aua. Na gut, wir haben noch genügend Leben. Autsch. Schade. Ich hab gedacht, ich mach mal die Dingsbombe. Autsch. Wo bist du? Na, der nimmt mir doch ein bisschen gut Leben weg, hä? Ja, manchmal stimmt das Hüpfen nicht so. Ah, die Waffe dauert zu lang. Ich muss doch so weitermachen. Ach ja. Autsch. Hm.
Okay. Jetzt aber, hm? Oh, da nicht. Noch einmal. Ja, noch einmal. Also viel Leben hat er nicht mehr. Geht doch. Ach, und jetzt erst greifen die mit ein. Könnten die auch mal früher eingreifen. Ja gut, jetzt verstehe ich den Transporter wieder. Es wurde noch extra im Hauptmenü freigeschaltet, okay? Gehen wir uns erstmal aufladen und speichern? Ja, ne? Bevor es da reingeht und weitergeht, ne? Also, dann war es das hier mit diesem Time. Wir haben den Radley besiegt, den Meta Radley. Und dann geht es hier doch tatsächlich noch weiter. Ganz ehrlich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es da eigentlich noch weitergeht. So, danke fürs Zuschalten. Das war schon wieder ein Teil hier bei Metroid Prime Remastered auf der Nintendo Switch mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Ich hoffe, es hat euch weiterhin gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten, wahrscheinlich letzten Teil noch mal einmal und dann beim nächsten Let's Play. Ich weiß allerdings immer noch nicht was. Okay, viel Spaß und auf Wiedersehen. Vergesst nicht die Glocke, wie gesagt, und das Abo generell. Bis zum nächsten Mal, euer von der YouTube Let's Plays als Hobby. Tschüss.